Bringt all dies Ankündigung, und zwar richtet sich das an Herrn Borchert, bringt all dies Ankündigung für das Tierwohl etwas, wenn von vornherein Wurstwaren und verarbeitete Waren ausgeschlossen werden? Nein, wir müssen bei Tierwohl die verarbeiteten Produkte mitbeinhalten. Ich werte den Vorstoß von Aldi so, dass er neben dem öffentlichen Wirkung, die er damit hat, auch bereit sein wird, den Einstieg in die Stufe 4 in der Produktion mit zu unterstützen. Und wir brauchen dann eine enge Zusammenarbeit zwischen Aldi und dem Staat bei der Umsetzung der Empfehlungen. Und dann muss die Stufe 4 nicht nur für Frischfleisch gelten, sondern auch für verarbeitete Produkte, für Gefrierprodukte, das heißt für alle Produkte. Und darüber müssen wir jetzt mit den Discountern, mit Aldi und den anderen Discountern sprechen. Also, Maximilian Huber, ich hoffe, die Frage ist beantwortet an Herrn Dr. Herz. Julia Becker fragt, ich will, kann nicht mehr für Lebensmittel ausgeben, ohne mich einzuschränken. Ich sehe die Gefahr, dass eine Zweiklassengesellschaft entsteht, die sich darin unterscheidet, was man isst. Was will die Politik dagegen tun? Also, zunächst mal glaube ich nicht, dass es nicht möglich ist, dass sie sich in Deutschland ernähren kann, auch bei niedrigem Einkommen. Ich glaube, niedrigere Preise bei bester Qualität, wie wir es in Deutschland haben. Also ich glaube, ich gehe ja manchmal auch rein informativ durch Discounterläden, um zu schauen, wo zum Beispiel Fleisch überall herkommt. Ich glaube, also wir haben in Deutschland ein Lebensmittelpreisniveau, das ist jedem zumutbar. Und was wir dagegen tun können, ich behaupte nach wie vor, auch wir haben ja diskutiert über die Mengen, die wir wegwerfen, dass mit mehr Bewusstsein hier auch wieder mehr an Lebensqualität entstehen könnte. Ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die schmeißen Essen und Trinken, wenn es übrig bleibt, nach dem Kochen einfach weg. Ich habe eine Tonne vor dem Haus, wir haben auch teilweise Gäste. Da sehe ich manchmal tolle Wiener Würstchen drin liegen. Ich würde sie am liebsten noch rausnehmen. Also da bin ich so erzogen, dass man sowas nicht wegschmeißt. Man kann das ja dann noch warm machen. Also ich glaube, da muss man vielleicht auch wieder mal ein bisschen umdenken. Herr Borchert? Also ich glaube nicht, dass eine Zweiklassengesellschaft deswegen bekommen. Wir haben in den Empfehlungen der Kommission errechnet, dass wir für die Umstellung auf mehr Tierwohl, auf Erreichen der Stufe 3 pro Jahr etwa 4 Milliarden Euro benötigen. Die 4 Milliarden Euro sollen durch einen Preisaufschlag bei den Produkten erhoben werden. Das belastet den Verbraucher. Dies bedeutet für den Durchschnittsverbraucher pro Woche eine Mehrbelastung von 70 Cent. Und da soll mir dann keiner erzählen, dass dies nicht zu verkraften ist. Und Sie haben es ja eben angesprochen, Herr Dr. Herz, dass eben sich die prozentuelle, der Anteil von Lebensmitteln in unserem Leben so stark verändert hat. Vielleicht müssten auch die Mietpreise einfach mal sinken und das Niveau von Lebensmitteln steigen. Christine Singer, an Sie die nächste Frage von Xaver Pfister. All die Vorgaben sind ein Einschnitt in meine freie Berufsausübung als Landwirt. Mir wird vorgegeben, was ich auf meinem Grund und Boden tun soll. Wie ist das mit dem besonderen Schutz des Eigentums vereinbar? Naja, all die Vorgaben, ich denke, jeder Tierhalter muss sich bewusst sein, dass wir in einer Zeit leben, in der der Konsument einfach Ansprüche an das Tierwohl stellt. Ich glaube, dieser Herausforderung müssen wir uns als Tierhalter stellen. Das ist wirklich meine ehrliche Einstellung. Der Herr Borchert meldet sich und möchte was zu sagen, aber das ist wirklich, ich glaube, es wird entlohnt. Wir fordern ja, dass unsere Arbeit entlohnt wird, und diesen Schritt zu gehen, den halte ich für sehr notwendig, dass wir als Landwirtschaft und Nutztierhalter in unserem Land Zukunft haben. Also ich sehe darin keinen Eingriff in die freie Berufsausübung. Sie können ja, egal was Aldi beschließt oder was wir in den Empfehlungen beschließen, weiter so produzieren, wie Sie es für richtig halten. Sie müssen nur wissen, was Sie dann mit den Produkten machen wollen. Wenn Sie dafür keinen Abnehmer mehr haben, weil der Verbraucher Ihre Produkte nicht nachfragt, dann stehen Sie vor der Frage, ob Sie sich den Wünschen der Verbraucher anpassen. Das hat dann nichts mit freier Berufsausübung zu tun. Oder ob Sie
sagen, das interessiert mich alles nicht, ich produziere irgendwas, auch wenn es keiner haben will. Also das, was Aldi vorschlägt, ist doch eine für eine andere Produktionsstufe, die am Markt abgesetzt wird. Und hier muss jeder Landwirt entscheiden, ob er in dieser Produktionsstufe produzieren will. Aldi will die Garantie übernehmen, dass abgesetzt wird, oder ob er in einer anderen Stufe produziert und es möglicherweise am Markt nicht mehr absetzen kann. Ja, ich wollte vielleicht nur noch ergänzen. Ich glaube, meine zwei Mitdiskutanten verstehen die Bedenken des Landwirts schon. Wir haben ja anfangs darüber diskutiert. Es ist natürlich schon ein mutiger Schritt eines Discounters, den Landwirten im Grunde genommen vorschreiben zu wollen, was er anbietet. Denn Aldi und Lidl sagt jetzt einfach, aus Anbindestellen nehmen wir keine Milch mehr. Und ich glaube, wir alle drei oder vier haben Verständnis, dass das ja auch für einen aktiven Landwirt erst einmal Punkt ist, wo er tief Luft holen muss. Die Frage. Ja, Herr Borchert. In den vergangenen Jahrzehnten immer danach gerichtet, was am Markt absetzbar ist. Und wir haben unsere Produktion umgestellt, weil die Nachfrage sich geändert hat. Ich habe Das die ist das Frage gar Erste. nicht so auf Aldi verstanden. Ich habe die eher auf, dass man irgendwie mehr Wiesen schaffen sollte und also diese ökologischen Dinge umsetzen muss. Aber Okay. da kennen Sie sich wahrscheinlich besser aus als Landwirte. Herr Dr. Herz, die nächste Frage geht an Sie von Malte Diefenbach. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir uns alle vegan ernähren? Dann hätten wir kein Thema mit dem Tierwohl. Es ist ethisch nicht vertretbar, Tiere zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse einzusperren und zu töten. Vegane Ernährung ist viel gesünder. Ja, ich glaube, dieses ideologische Thema wollen wir heute, glaube ich, nicht mehr, können wir nicht ausdiskutieren. Ich bin der Meinung, das soll man jedem selber überlassen. Meine Frau ist zum Beispiel eine Ernährungsspezialistin, die sagt, das Beste ist eine ausgewogene Ernährung. Dazu zählt auch Fleisch, aber nicht nur allein. Und ich glaube, das sollen wir unseren Kunden überlassen. Und im Übrigen, zu einer ausgewogenen Bewirtschaftung unserer schönen Kulturlandschaft ist ja auch ein Stück Tierhaltung notwendig. Ich bin zum Beispiel aus dem reinen Grünlandgebiet und ich kann mir jetzt außer Rindern, Schafe, Ziegen und sonstigen Tieren, kann ich mir also die Bewirtschaftung nur schwer vorstellen. Sehr gut. Ich war irgendwann mal auf dem Waldfest in meiner Heimat am Tegernsee und da war ein Berliner Pärchen und die haben gesagt, guck mal, jetzt haben sie uns sogar noch Kühe hier aufgestellt. Sehr Also gut. das war alles sehr idyllisch da. Dr. Jürgen Sehr gut. Pfaff, die Frage geht an Sie, Herr Borchert. Eine Umstellung der Landwirtschaft wird den Klimawandel nicht mehr aufhalten. Auf der anderen Seite ist sie der Hauptleidtragende von längeren Trockenperioden und Starkregen. Wie schaffen wir es, sie den neuen Bedingungen anzupassen? Also natürlich wird die Umstellung der Landwirtschaft allein den Klimawandel nicht verhindern, sondern das ist eine Aufgabe, die die Gesellschaft insgesamt auch in allen Produktionsbereichen leisten muss. Aber wenn wir den Klimawandel verhindern wollen, dann muss eben auch die Landwirtschaft klimafreundlicher produzieren. Das wird nicht anders gehen. Aber wir werden uns natürlich als Landwirte auch an die sich verändernden Klimabedingungen anpassen müssen. Das bedeutet, dass in bestimmten Regionen sich die Fruchtfolge ändert, weil die Trockenheit zunimmt, wir stärker uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie reagieren wir bei weniger Niederschlägen. Und wir werden auch bei den Getreidesorten stärker darauf hinarbeiten müssen, dass sie unter den anderen Klimabedingungen weiter ertragreich sind, den Klimabedingungen angepasst sind. Das heißt, hier muss die Landwirtschaft mit der Produktion, mit den Sorten, mit den Produkten, die sie herstellt, die sie produziert, sich den veränderten Klimabedingungen anpassen. Aber Kernproblem bleibt, auch wir müssen unseren Beitrag leisten, um den Klimawandel, soweit es geht, zu verhindern, unseren Beitrag zu der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe leisten. Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie können aber noch weiter stellen. Wir haben sicherlich noch 2, 3 Minuten Zeit.
Aber im Moment ist es die letzte. Christine Singer geht an Sie, aber dann auch an alle, soll ich fragen, von Sabine Braun. Reicht es, den Fokus bei der Debatte nur auf die Nutztierhaltung zu beschränken oder brauchen wir auch eine über private Tierhaltung, etwa das unnatürliche Abrichten und Züchten von Pferden und Hunden für den Freizeitspaß der Menschen? Naja, also für mich als Bäuerin ist es so, alle Tiere müssen, es muss allen Tieren gut gehen und es müssen alle Tiere artgerecht gehalten werden. Es wird halt, das ist ja was wir Bauern oft beklagen, es wird nur auf die Nutztierhaltung geschaut und die steht zu dem Thema im Fokus und man verweist ja oft drauf, man müsste auch bei den Haustieren schauen und bei allem anderen. Grundsätzlich, glaube ich, spreche ich auch für alle Tierhalter. Es muss uns allen wichtig sein, dass alle Tiere artgerecht gehalten werden und dass es allen Tieren gut geht. Wo wir wieder beim Anfang wären, ja, Herr Dr. Herz. Ja, gut, ich kann da in weiten Teilen natürlich der Christine Singer zustimmen. Das betrifft natürlich alle Tierhaltungsformen, dass wir die genau betrachten. Wenn ich zum Beispiel bei mir jetzt quer rüber schaue, ich höre da oft einen Hund bellen während des Tages, der ist in der Wohnung drin, oder ich sehe Tiere auf dem Balkon, die sich nur auf engstem Raum privat bewegen können. Das ist natürlich auch alles zu hinterfragen. Dass der Fokus nicht nur bei Landwirten besteht, aber Landwirte stehen natürlich auch im Mittelpunkt der Beobachtung. Wir sind im Tourismusgebiet, gell? Ich sehe ständig an meinen Tieren Gäste vorbeilaufen, die dann Kommentare von sich abgeben und da diskutiere ich dann auch gerne mit den Menschen. Mhm. Haben Sie ein Terrarium zu Hause und mehrere Hunde und Katzen, oder? Sie meinen mich noch? Nein, nein, Herr Borchert. Also ich hab sagen Sie dazu. Ich hab einen Dackel zu Hause und da können Sie sicher sein, dem geht's gut, der wird artgerecht und tierwohlgerecht gehalten und der fordert auch jeden Tag seine notwendige Bewegung im Freien. Zu Hause auf dem Hof läuft er rum, da stört ihn keiner. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht. Wir müssen uns um Tierhaltung in jeder Form kümmern. Aber das Thema heute war ja Nutztierhaltung, weil die Nutztierhaltung im Augenblick im Zentrum der Diskussion steht. Aber Sie erleben ja im Augenblick auch eine Diskussion, dass die Diskussion so auch zunehmend um andere Formen der Tierhaltung geht, etwa der Zirkus oder der Zoo oder die private Tierhaltung. Große Hunde in kleinen Wohnungen mit zu wenig Bewegung. Das sind alles Themen, die wir aufarbeiten müssen. Nur die verändern nicht die Forderung an uns, Nutztierhaltung so zu gestalten, dass sie tierwohlgerecht ist. Oder kleine Hunde in Handtaschen, finde ich auch immer besonders schön. Willkommen zur Abschlussrunde. Es geht um letztlich an Sie alle nochmal die Kernfrage: Wie schaffen wir es, dass die Menschen wirklich umdenken und sagen, lieber weniger, dafür kostet es mehr und ich möchte gutes Fleisch und es schmeckt besser. Und wie schaffen wir das? Ich glaube, nur durch einen langen Diskussionsprozess. Ich sehe in der Frage, ob Verbraucher in Deutschland bereit sind, nicht nach dem Preis einzukaufen, sondern nach anderen Kriterien, wie woher kommt das Produkt, wie sind die Tiere gehalten worden, von denen das Produkt stammt, dass das bei Verbrauchern alle trotz aller Beteuerung nach wie vor eine geringe Rolle spielt. Bis ich erlebe in meinem Umfeld, dass es heute gibt, für dieses die wichtigste Aufgabe, morgen zu gucken, wo gibt es Sonderangebote, wo gibt es Billigangebote bei Fleisch, die aber genauso selbstverständlich nachmittags Protestaktionen unterschreiben gegen die Art der Nutztierhaltung. Das heißt, da gibt es eine gewaltige Lücke zwischen den Wünschen des Bürgers und dem Verhalten der Verbraucher. Professor Spiller nennt dies ja die Bürger-Konsumenten-Lücke. Und ob wir hier das Verhalten der Konsumenten kurz- oder mittelfristig wirklich entscheidend verändern können, habe ich große Zweifel. Trotzdem müssen wir alles versuchen, um die Veränderung zu erreichen. Aber wenn wir die Nutztierhaltung verändern wollen, dann geht das nicht über den Markt, sondern müssen wir mit Hilfe staatlicher Mittel über eine Verbrauchssteuer oder über eine Mehrwertsteuer die tierwohlgerechte Nutztierhaltung fördern, auch wenn der Verbraucher sein Verhalten nur sehr, sehr langsam, sehr zögernd ändert. Ich habe bei mir zum Beispiel in der Sendung bei RTL
Ganz oft Themen wie diese, Tierwohl etc. Und dann kommt die Werbung und ich gucke aus dem Augenwinkel auf den Monitor und dann ist da wieder irgendeine Werbung. Diese Woche 89 Cent, 100 Gramm oder was auch immer oder 1 Kilo. Frau Singer, wie schaffen wir es, dass die Konsumenten umdenken oder vielleicht solche Werbungen auch verboten werden? Naja, also der Herr Borchert hat die Ist-Situation sehr schön erklärt und ich habe es vorher schon gesagt, wir Landfrauen, wir stehen für den Dialog mit der Gesellschaft und wir werden nichts unversucht lassen, die Menschen vom Wert einer regionalen Lebensmittelerzeugung zu überzeugen. Und wir brauchen eben die Wertschätzung, aber auch die Wertschöpfung. Das müssen wir deutlich sagen. Ich bin dankbar, dass es Menschen wie den Herrn Borchert gibt, die ganz klar formulieren, dass die Politik uns unterstützen muss, sonst werden wir dieses Mehr an Tierwohl nicht schaffen. Trotzdem muss ich sagen, die Landfrauen werden nichts unversucht lassen, die Menschen dazu zu bringen, einfach die Wertschätzung fürs Lebensmittel einfach zu erhöhen. Und noch der agrarpolitische Sprecher der Freien Wähler. Ja, ich möchte es vielleicht auf drei Punkte beschränken, denn wir haben ja schon viel zu dem Thema jetzt diskutiert. Ich möchte mich zum einen bei Herrn Borchert und bei Frau Singer für die Arbeit bedanken. Ich glaube, das sind wichtige Schritte, die Sie in dieser Kommission bewältigen. Und ich hoffe natürlich, dass diese Arbeit dann auch mehr zu mehr, ich sage, nicht allein Tierwohl, sondern zu mehr Gerechtigkeit bei der Preisgestaltung kommt. Das könnte eine Folge sein, dass die Preisgestaltung sich dann auch auf die Landwirte auswirkt. Das Zweite ist, und das ist die Aufgabe jetzt von meiner Wenigkeit und meinen Kollegen, die Politik muss schaffen, dass Landwirte, Verarbeiter und Verkäufer auf Augenhöhe miteinander verhandeln können. Und das Dritte ist, dieses große Bewusstsein zu schaffen, dass wir mehr Regionalität, dass wir durch mehr lokales Einkaufen, aber auch durch mehr Wiederverwerten, also Verwerten von vorhandenen Nahrungsmitteln, Stichwort einfach, es ist ja teilweise Mode, dass man bestimmte Teile, zum Beispiel beim Schwein, einfach nicht verwerten möchte, dass man hier auch wieder zu einer Ganzkörperverwertung findet. Das sind einige Stichworte, die uns vielleicht auf dem Weg zur Problemlösung ein Stück näher bringen.